Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2021. Da steht unser gutes Stück. Das erste eigene Auto, es fehlen noch ein paar Karosserieteile, wir haben aber auch noch ein bisschen Geld übrig, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt bei dieser Folge direkt durch, indem wir erstmal noch weitere Karosserieteile kaufen. Ja, so Türen wären schon manchmal gar nicht verkehrt, so ich meine, oh, hier geht's abwärts. Ich meine so im Sommer, okay, von mir aus mit offenen Türen, wenn es sein muss, aber ansonsten wäre schon ganz schick, wenn die Karre wirklich Türen hätte und ich glaube, hier fehlen auch noch Fensterscheiben. Hier hinten fehlt, glaube ich, noch eine, Kofferraum fehlt noch, Stoßstangen, Nummernschilder und so ein Zeugs und das wird noch, ja, ich glaube, ganz gut teuer. Ich würde sagen, das wird noch ganz gut teuer. Wir hatten ja in der letzten Folge ausgetestet, wie viel PS die Karre hat. Wir sind annähernd bei 1000 so circa, 900 irgendwas waren's. Ist schon nicht verkehrt. Gut, ich werde mal hier gucken, was wir noch genau brauchen für die Karosserie. Von innen haben wir die Karre auch schon fertig gemacht. Ich würde gerade erstmal die Einkaufsliste wieder leer machen. Inventar müssen wir auch nochmal gucken, müssen wir auch nochmal leer machen. Genau, wir hatten ja, glaube ich, jetzt keinen weiteren Auftrag mehr hier aktuell. Das heißt, ich kann theoretisch das Inventar mal leer machen. Alle möglichen Teile verkaufen unter 30%. Oder wollen wir gucken, ob wir noch was reparieren können vielleicht. Ich gehe mal ganz schnell gucken. Genau, hier kann nichts repariert werden an der Werkbank. Hatten wir irgendwelche Bremsteile, die wir abschleifen konnten? Ich glaube auch nicht. Nö, hatten wir auch nicht. Karosserieteile hatten wir auch nichts. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir gerade mal ganz schnell das Inventar ein bisschen leerer. Genau, Teile verkaufen unter einem Zustand von 30%. Wir hätten hier noch einen Stoßdämpfer. Der ist zusammengeschraubt, aber für den Popo. Zündspule ist halt so eine Sache. Bremsbelag 64%, Zündspule 70, 61, 74. Das sind Artikel, die nicht ganz so viel kosten. Die würde ich jetzt einfach mal verkaufen. Bevor ich die einbaue und die nicht funktionieren, Bremsbelege, mein Gott, die sind halt irgendwann mal fertig. Und Stoßdämpfer würde ich gerade noch auseinandernehmen, gucken, ob wir da irgendwelche brauchbaren Teile noch rauskriegen. Nee, das sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Das sieht ziemlich kaputt aus. Genau, 8%, 8%, 13% können wir vielleicht reparieren. Nein, können wir nicht. Alles klar. Dann weg damit. Weg damit, weg damit. Gut. Gut, 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 gut. Ja, hier haben wir noch ein paar Teile. 100%, die hatte ich repariert. Die habe ich noch nicht ins Lager geräumt. Die können wir aber auch eigentlich auch im Inventar lassen. Ist auch kein Thema. So, jetzt aber kommen wir zu dem Auto. Genau, Tür links. Schreiben wir mal auf. Tür rechts. Karosseriescheibe, Heckklappe, Heckscheibe. Es wird nicht für alles reichen, aber wir können ja mal gucken, was wir alles kriegen für das Geld. Karosserietuning, gibt's Tuning-Türen? Nö, gibt's nicht. Ja, Lichter kommen wir dann noch dazu. Aber erstmal so die Karosserie, würde ich sagen, vervollständigen, bevor wir uns dann um die Lichter kümmern. So, Einkaufsliste öffnen. Tür links kostet 400. Tür vorne rechts kostet auch 400. Okay, hätte ich fast gedacht, dass das noch mehr kostet. Karosseriescheibe nehmen wir einmal mit und die Heckklappe für 300 nehmen wir auch mit. Heckscheibe 200 ist auch noch okay, wir sind noch bei 17.000. Karosseriescheibe links, gut, war günstiger als erwartet. Finde ich gut, aber gut, wir brauchen noch Spiegel, wir brauchen noch eine Scheibe. Hier habe ich eine Scheibe gekauft, Heckklappe hatte ich auch gekauft. Es wird langsam. Es wird langsam. Dann haben wir noch 17.000 übrig. Wir haben noch 17.195 übrig. Ja, da könnte man theoretisch noch die Scheiben reinmachen bei der Tür und vielleicht noch die Spiegel. Müssen wir mal gucken. Ja, ich habe mir immer so ein Limit gesetzt, 15.000. Ja, und dann ist aber auch erstmal Stopp. Da müssen wir das Geld aufheben für die anderen Aufträge, mit denen wir Geld einfahren können. So, Außenspiegel rechts, der kostet nicht ganz so viel. Außenspiegel links ist auch nicht ganz so teuer. Türscheibe vorne links. So, nehmen wir. Okay, setzen wir das mal rein. Den Außenspiegel links setzen wir rein. Wir machen hier die Scheibe noch rein und auch noch den Spiegel. Ja, sind wir bei 16.000. Gucken mal, was die Stoßstange so kostet. Liste öffnen, da wollte ich gerade mal die Türscheibe rauslöschen.
Stoßstange hinten. Tuning-Stoßstange gab es, glaube ich, nicht. Falsch. Ich bin im falschen Shop drin. Genau, ich muss ja hier in den Karosserie. Bodywork. Ja, okay, Stoßstangen gibt es da keine. Alles klar, da gibt es nur Lichter verschiedene. Gibt es noch Variante B und Variante C. Variante A ist immer die Standardvariante. Gut, müssen wir da mal schauen. Heißt, Stoßstange kriegen wir auch in den normalen Karosserieteile-Shop her. Genau, Einkaufsliste öffnen, Stoßstange hinten, Teil kaufen. Kostet 250. Stoßstange vorne. Alles klar. Dann sind wir fast fertig mit der Karre. Unglaublich. Unglaublich. So. Gut, dann fehlen jetzt noch die Lichter, Nummernschilder und so weiter. Ich würde jetzt aber an der Stelle erstmal das Auto so lassen. Und mir erstmal einen anderen Auftrag an Land ziehen. Aber ich finde, die Karre sieht schon geil aus. Und wenn wir das dann alles soweit haben, geht's auf die Rennstrecke. Dann will ich mal testen, wie wir uns so schlagen mit der Karre. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber jetzt erstmal einen weiteren Auftrag an Land holen. Was haben wir denn hier? Bremseinrichtung ist kaputt, lauter Auspuff, Gangschaltung ist schwergängig. Okay, das deutet auf Kupplung hin oder Getriebe. Der Wagen beschleunigt nicht vernünftig. Ich würde sagen, wir nehmen mal wieder so einen größeren Auftrag an, oder? Würde ich sagen, ja. Habe ich irgendwie Bock drauf. Mal wieder etwas Größeres hier zu haben. Einen größeren Auftrag, wo vieles gemacht werden muss. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Okay, Bremseinrichtung muss repariert werden. Das wird nicht ganz so schwierig. Auspuff wird auch nicht ganz so schwierig. Gangschaltung ist schwieriger, wobei ich da halt es eingrenzen würde auf Getriebe oder Kupplung. Wenn es schwergängig ist, würde ich sogar eher auf Kupplung mäßig was tippen. Aber sehen wir dann. Der Wagen beschleunigt nicht vernünftig. Kann vieles sein, theoretisch, denke ich mal. Repariere die Teile der Karosserie. Okay, das wird nochmal teuer. Das wird nochmal teuer. Was soll denn der Mindestzustand sein? 65%. Alles klar. Gut. Gut, gut, gut. Gucken wir doch gerade erstmal hier rein. Jo, Getriebe. Das Getriebe ist kaputt. Das sehen wir schon auf den ersten Blick. Ansonsten sehen wir hier drüben, der Bremssattel ist kaputt. ABS ist kaputt. Hier, Katalysator ist kaputt. Alles klar, hier drüben ist nur eine Schraube verrostet, das muss aber nichts bedeuten. Da ist auch eine Schraube verrostet, das ist auch nicht ganz so schlimm. Genau, hier der Endschalldämpfer ist auch noch kaputt. Okay, ja, sieht, okay, Bremsscheibe hier ist auch fertig. Alles klar, ich würde sagen, wir tun erstmal, machen wir eine Inspektion oder gehen wir direkt einfach auf den Prüfstand. Ich würde sagen, Teststrecke und Prüfstand. Gehen wir erst, komm, wir gehen erstmal auf die Teststrecke. Teststrecke, Teststrecke. Genau, die Karre. Fahren. Da erfahren wir schon mal ganz schön viel. Dann gehen wir vielleicht noch auf den Diagnosefahrt. Gucken wir da nochmal genau, was so Bremse, Fahrwerk und so weiter sagt. Und dann, ja. Können wir eigentlich anfangen mit der Reparatur? Ja, es wird wahrscheinlich doch nicht die Kupplung sein, sondern das Getriebe oder beides, was kaputt ist. Aber das sehen wir gleich. Ja, Bremse braucht ein bisschen, aber passt noch. So, was haben wir denn da? Bremsbeläge, 6% Kupplungsdruckplatte. Okay, Kupplung ist auch kaputt. Kupplung und Getriebe sehr wahrscheinlich. Okay. Na, da haben wir doch schon mal einen groben Richtwert, wo wir nachgucken müssen. Beziehungsweise, wir gehen jetzt nochmal, wie gesagt, auf den Diagnosepfad. Gucken da nochmal nach Bremse, Fahrwerk und so weiter nochmal ganz genau. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Genau, fahren wir einmal gerade drauf. Ich meine, Bremse hatten wir schon gesehen. Hinten rechts die Bremsscheibe ist kaputt. Vorne rechts der Bremssattel war kaputt. Genau, da sehen wir es wieder, rechte Seite. Da müsste auch die rechte Seite ein bisschen schlechter ausfallen als die linke. Genau, linke Seite ist gut, rechte Seite ist kaputt. Ja gut, haben wir das schon mal richtig gesehen. Fahrwerk, glaube ich, war okay, bis auf eine verrostete Schraube auf der linken Seite vorne.
Wird aber nichts ausmachen, weil die Schraube sagt eigentlich nichts über den Zustand aus, genau. Hinten sah es, glaube ich, ganz in Ordnung aus. Da habe ich jetzt nicht so genau drauf geachtet hinten, aber ich denke, es wäre mir trotzdem aufgefallen, wenn da irgendwas komplett kaputt gewesen wäre. Ja, das sieht in Ordnung aus. Alles klar, Bremsbeläge, Bremssattel, Bremsscheibe. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Dann gehen wir gerade mal auf die zweite Hebebühne. Die müsste frei sein. Genau. Die war frei. Da drüben steht unsere geile Karre. Ich finde es wirklich cool, wenn man bedenkt, wie die Karre aussah, als wir die gekauft haben und wie sie jetzt mittlerweile aussieht. Finde ich schon mega fett. Ich würde die dann aber, glaube ich, auch wirklich entweder in diesem Silber hier wieder lackieren oder halt in Schwarz. Ich finde, dieses matte Schwarz sieht auch mega aus eigentlich. Machen wir uns da noch Gedanken drüber, ist nicht ganz so wichtig. So, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Wie sieht denn jetzt die Liste aus? So, ja, Bremsbeläge haben wir soweit gefunden, außer ein Teil. Okay, das ist aber auch nicht so wild. Lauter Auspuff brauchen wir nicht vorher erkennen, das sehen wir so. Gangschaltung ist schwergängig. Ja, wir haben die Kupplung und wir haben das Getriebe, das kaputt aussieht. Und deswegen, ich denke, die Kupplung und das Getriebe wird kaputt sein. Dann haben wir das hier abgehakt. Der Wagen beschleunigt nicht vernünftig. Kupplungsdruckplatte und Kupplungsscheibe. Okay, ja, stimmt. Könnte auch Kupplung sein, wenn die abgeschliffen ist und so weiter, dass die nicht mehr richtig greift. Dann gibst du Gas und also die Kraft wird einfach nicht richtig übertragen. Habe ich nicht so weit gedacht, aber finde ich sehr schön, dass es so ist, weil dann haben wir zwei Punkte in einem. Genau, wo fangen wir an? Wollen wir direkt das Getriebe auseinandernehmen oder erstmal hier die Bremssachen erledigen? Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal ums Getriebe, ums große Teil und dann kümmern wir uns um den Rest. So, dann fahren wir komplett hoch, weil ich glaube, Getriebe musste ich komplett von unten alles lösen. Jawohl. Genau, Getriebe muss hier, Reifen, alles runter, beziehungsweise die Antriebswelle. Gut, kriegen wir hin. Ich habe seit neuestem eine Lieblingsserie auf YouTube, die ich momentan einfach nur noch durchsuchte, und zwar die Autodoktoren. Ja, seitdem ich dieses Spiel spiele, irgendwie finde ich das Thema voll interessant, und jetzt hatte ich bei TikTok zufällig, wurde mir da vorgeschlagen, ich weiß nicht, warum ich immer die Bremse auseinandernehme. Ich kann es nicht sagen, immer wenn ich so im Gedanken bin, nehme ich die Bremse auseinander. Komm, wieder drauf. Der kriegt keine neue Bremse von mir, wie sehe ich denn aus? Der kriegt seine alte wieder drauf, die war doch in Ordnung. So, Bremssattel. Komm, wieder drauf. Muss ich nämlich gar nicht auseinandernehmen. Und ich finde die Serie einfach richtig, richtig cool. Gucke ich total gerne mittlerweile. Ich finde es auch immer total interessant, wie die Fehler suchen und finden. Und ich... Einfach mega. Ich musste auch bei sehr vielen Teilen wirklich hier an das Spiel denken, wie das so aufgebaut ist und aussah. Sehr, sehr interessante Serie. Kann ich nur empfehlen. Die Autodoktoren. Und es passt auch für dich total gut, dass ich das momentan mir reinziehe wegen dem Spiel hier. Es passt einfach wunderbar. So, Getriebe, genau, der Anlasser muss noch weg. Aber ich finde es auch irgendwie immer wieder schockierend, wie viele Werkstätte irgendwie fuschen und die das dann ausbaden. Und auch immer wieder erschreckend, dass sehr viele Autos von irgendwelchen Vertragswerkstätten kommen und die den Kunden wirklich teure Sachen andrehen wollen. Besonders da ich ja in letzter Zeit mit meinem Vater genau das gleiche erlebt habe, wo die Ford-Werkstatt quasi das komplette Getriebe austauschen wollte. Erst für 10.000 Euro war das Anfangsgebot. Und letzten Endes waren noch ein paar Kleinteile im Getriebe ein bisschen abgelutscht, ja, und haben dadurch ein paar Ventile verstopft im Automatikgetriebe. Und die Reparatur hatte dann in einer anderen Werkstatt nur 4.000 Euro gekostet. Ja, ist schon ein Riesenunterschied. Auch wirklich krass, dass das tatsächlich irgendwie gang und gäbe zu sein scheint bei Vertragswerkstätten, was ich da so mitbekommen habe bei den Autodoktoren. Ich meine, klar, andere Werkstätte fuschen auch mal gerne, aber Vertragswerkstätte, da sieht man immer das Prinzip, irgendwie die teuersten Teile austauschen, wenn es im Fehlerspeicher drin steht, obwohl es am Ende gar nicht das Teil war. Da wird nicht nachgeforscht, da wird Fehlerspeicher geguckt, die Teile müssen ausgetauscht werden, auch wenn da 100 Sachen draufstehen, dann wollen die 100 Teile austauschen. Und am Ende war es nur irgendein kleiner Sensor oder so. Ja, nicht ganz so geil, muss man sagen. Okay, ich gehe gerade mal gucken, ob ich irgendwas reparieren kann. Ja, Getriebe wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht könnten wir, wo haben wir es denn? Bin ich gerade blind?
Ah. Ja, ich habe den Bremssattel gesucht, ich habe den noch dran gelassen. Hier wollte ich ihn abnehmen, habe ihn dran gelassen im Gedanken. Gut. Okay. Gerade mal ganz schnell gucken, ob wir irgendwas machen können, aber wahrscheinlich eher nicht. Antriebswelle ist in Ordnung, das ist in Ordnung, Bremskolben. Joa, nee. Dann können wir da nichts machen. Alles klar. Gut. Das heißt, Bremsbeläge haben wir, glaube ich, noch neu. Bremssattel brauchen wir aber neun. Das. Getriebe 10% nur noch Zustand. Das ist natürlich echt bitter. Das wird teuer. Wobei, hier im Spiel geht's noch, wenn man bedenkt, wie viel die in der Realität kosten. Eieiei, ich habe es ja gerade erst mitgekriegt. Aber es ist halt irgendwie auch schwach, dass so eine Vertragswerkstatt es irgendwie nicht auf die Kette kriegt, so ein Getriebe auszubauen und auseinanderzunehmen und zu schauen, was wirklich kaputt ist. Und die es auch nicht auf die Kette kriegen, das Getriebe irgendwo einzuschicken und auch nicht auf die Kette kriegen, irgendwie dieses Ding zu reparieren. Das fand ich schon wirklich sehr schockierend. Man sieht ja, was man da für Material eigentlich sparen kann, wenn man so Sachen repariert und was, wie man auch sieht, wie viel Geld man auch sparen kann. Aber gut, die Ford-Werkstatt wollte ja nicht, dass man Geld spart. Die wollte ja eigentlich nur viel Gewinn machen. Hat man ja auch gemerkt, dass man direkt, wenn gesagt wurde, ja, Getriebe ist kaputt, ich verbinde sie direkt mal mit einem Autoverkäufer. Da hat man schon gemerkt, dass es denen nicht darum geht, dass der Kunde Geld spart. Da hat man gemerkt, sie wollen möglichst viel Gewinn aus der Sache rausziehen. Und das ist halt irgendwie ein bisschen scheiße. Das ist halt irgendwie ein bisschen scheiße, weil nicht jeder schüttelt sich 10.000 Euro aus dem Ärmel. Naja. Ich wollte gerade nochmal gucken, Kupplung, aber das Ausrücklager ist anscheinend in Ordnung mit 67%, deswegen setzen wir das einfach wieder drauf. Getriebe setzen wir auch direkt wieder drauf. So. Da haben wir das neue Getriebe schon mal. Die Antriebswelle war auch noch in Ordnung, deswegen kommt die auch wieder rein. Kommt auch wieder rein, war sowieso so gut wie neu. Reifen würde ich gerade einfach nochmal unten lassen, rein aus Prinzip. Anlasser können wir schon wieder draufsetzen, hat 68%, da haben wir auch keine Probleme mit. Ölfilter sieht gut aus übrigens da im Hintergrund. Antriebswelle wieder drauf, 73%, nicht ganz so gut mehr, aber ist noch voll in Ordnung. Bremsbelag hatten wir noch, okay, haben wir sogar noch einen auf Lager, alles klar. Bremssattel, wie neu. Gut, dann haben wir das, Reifen, wie gesagt, mache ich zum Schluss drauf, bevor ich wieder irgendwas vergessen habe, wieder die 5 Schrauben lösen muss oder wie viel auch immer es hier waren. 5 Stück. Lasse ich die gerade nochmal unten. Dann würde ich jetzt gerne nochmal hier nach dem ABS-Gerät schauen. Weil das sieht auch kaputt aus. Entschuldigung. So, ABS-Hydroaggregat. Weg damit. Okay, ist kaputt. Ups, ja, Elektronik. Das ist Elektronik-Shop. Gut, haben wir somit. Dann setzen wir das gleich wieder rein. Dann haben wir das nämlich auch abgehakt. Ich glaube, das war es dann soweit auch im Motorraum. Außer wir müssen noch Flüssigkeiten wechseln. Das weiß ich jetzt nicht genau. Müssen wir gerade mal nachgucken. Nee, das müssen wir nicht machen. Gut, dann haben wir die Gangschaltung wieder machbar gemacht. Wir haben die Beschleunigung wieder verbessert, weil Kupplungsscheibe ist jetzt neu, ist wieder mehr Belag drauf quasi. Wenn da jetzt ja, Gas gegeben wird, wird die Kraft wieder korrekt übertragen. Somit haben wir wieder eine gute Beschleunigung. Lauter Auspuff, Bremsbeläge müssen wir noch hinten schauen. Das war hinten, glaube ich, nicht ganz so in Ordnung. Lauter Auspuff sehen wir auch so schon an. Den hätte ich auch gleich mal machen können, als ich das Auto oben hatte. Aber kein Ding, ist ja nur ein Tastendruck. So. Katalysator kommt mal raus, plus der Endschalldämpfer. Dann könnte ich direkt mal auf die Einkaufsliste gehen, das rauslöschen und hier die zwei Sachen hinzufügen. Sind auch bei 10%. Ich hatte ja mal gefragt gehabt, ob es da irgendein Richtwerk gibt, beziehungsweise ich hatte, was heißt, ich hatte gefragt. Es wurde mir auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, dass so wie es ausschaut, ab 10% alle Teile kaputt sind, nicht mehr repariert werden können. Ja, ich bin auch der Meinung. Also ich glaube, alles unter 10% kann man auf jeden Fall nicht mehr reparieren. Was da der genaue Wert ist, ab wann noch repariert werden kann, weiß ich leider nicht. Weil man hat es ja auch gesehen, 13% kannst du auch nicht reparieren, 15% vielleicht ist 20% der Richtwert, ich weiß es leider nicht. Vielleicht weiß es ja jemand, dann brauche ich nicht immer zur Werkbank rennen.
Aber jedenfalls unter 10%. Normalerweise braucht man nicht zu gucken, ob man es reparieren kann, weil da geht nichts mehr. Da ich aber keinen genauen Wert weiß, gucke ich halt doch lieber nochmal nach manchmal. Ja, das ist einfach so drinne. Wenn ich da einen genauen Wert hätte, dann gut, dann bräuchte ich nicht ständig hin und her rennen. Schauen, ob ich es reparieren lassen kann oder nicht. So. Also ich könnte mir denken, dass vielleicht so 15-20% irgendwie der Richtwert ist, was reparieren geht und was nicht. So, das kann runter. Bremsbelag hier ist kaputt, plus Bremsscheibe. Bremsscheibe ist bei 17%. Wir können ja mal gucken, ob wir die reparieren lassen können. 17% ist nämlich noch orange dargestellt und somit wird es wahrscheinlich gehen, genau. Vielleicht, ja, orange heißt noch, geht reparieren. Rot ist wahrscheinlich zu kaputt. Und es wird wahrscheinlich ab 15% rot sein, könnte ich mir vorstellen. Denke ich mal. So. Hier wird schön abgedreht. Bremsbelag hatten wir, glaube ich, noch einen. Ich hatte ja da in der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen Vorrat gekauft. Oder vorletzten Folge, aber wir haben mittlerweile schon wieder so viele Bremsen repariert. Ja. Dann sind die natürlich schnell wieder weg. Genau, Bremsscheibe wieder rein, 100% wieder, perfekt. Bremsbelag haben wir noch einen, perfekt. Kann ich bald schon wieder Vorrat kaufen. So, Felge Klassik 10. So, die haben wir wieder drauf. Ich glaube, mehr war es auch nicht mit der Bremse. Wir gehen gerade nochmal gucken. Nee, lauter Auspuff ist abgehakt und Bremseinrichtung ist wieder in Ordnung. Jetzt sollen wir nur noch die Karosserie reparieren. Das heißt, für Karosserie kann ich die Reifen wieder draufklatschen. Da müssen wir nicht mehr irgendwie da ans Gestänge dran, ans Fahrwerk. Das ist schon mal ganz gut. Allwetterreifen hier auf die Seite kommt auch wieder draufgeklatscht. Ich hatte ja auch viele, viele Jahre Allwetterreifen und ich muss sagen, das war eigentlich ein Träumchen. Du musstest halt nicht die Reifen wechseln, Sommer, Winter, hast das Problem nicht gehabt, hast auch Geld damit gespart. Und die Dinge haben sich im Winter besser durchgeschaufelt als so manche Autos mit Winterreifen. Also die waren schon echt gut. Und auch vom Verschleiß her, die haben auch wirklich lange gehalten. Auch eigentlich von der Standzeit her genauso lange wie die Sommer- oder Winterreifen jetzt bei meinem aktuellen Auto. Also die waren schon echt mega. Ich habe mich mit den Dingern auch mit Allwetterreifen im schlimmsten Schneegestöber von hier bis nach Fulda gewagt, ja, wo überall im Straßenkram Autos gehocken haben, habe ich mich mit meinen Allwetterreifen durch den Schnee geschaufelt und bin problemlos hin und wieder zurückgekommen. War zwar ziemlich nervend aufreibend, aber es hat funktioniert. Und besser als, wie man gesehen hat, bei anderen Autos. Also ist schon wirklich nicht schlecht gewesen. Genauso bei unserem Berg. Ich habe mich mit den Allwetterreifen hochgeschaufelt und andere Autos mussten rückwärts wieder zurückrollen. Also das... Vielleicht lag es auch im Auto, vielleicht auch an den Reifen, dass sie so gut waren. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, mit denen hast du überhaupt null Probleme gehabt. Genau, Karosserie. Das heißt, wir können hier zumachen. Hier können wir die Sachen rauslöschen. Dann gucken wir gerade mal. Genau, ich wollte hier Sachen gerade mal verkaufen. Die brauchen wir alle nicht mehr. Die sind alle kaputt. Dann haben wir die weg. Ich habe ein paar Gummilagerbuchsen gekauft. Ja, die kleinen brauchen wir nicht ganz so häufig. Aber was wir haben, haben wir. So, Karosserie. Was genau willst du denn alles ausgetauscht haben? Du willst die Heckklappe, Karosseriescheibe rechts, Kotflügel vorne links, Motorhaube, Stoßstange vorn. Okay, also eine Menge. Wir können ja mal gucken, ob wir die reparieren können. Würde ich sagen. So, Motorhaube, Stoßstange vorne war's. Was war's noch? Wir haben jetzt Motorhaube, Stoßstange vorne, Tür vorne links, Türscheibe hinten rechts, Tür vorne links. Das heißt, die verrostete Tür muss weg. Kotflügel vorne links. Okay, der ist auch verrostet, habe ich mir schon gedacht. Das haben wir. Windschutzscheibe auch, okay. Ich gucke da immer nach, weil ich kann mir das nicht mit Sternen markieren. Windschutzscheibe haben wir. Die haben wir noch nicht. Tür vorne links haben wir, das haben wir, das haben wir. Kotflügel haben wir auch. Karosseriescheibe rechts und Heckklappe. Okay, Heckklappe nehmen wir gerade mal raus. Karosseriescheibe hinten rechts war es noch, plus ich glaube Karosseriescheibe rechts, hinten rechts haben wir Karosseriescheibe rechts, das müsste es noch sein. So, ich glaube, dann haben wir soweit alles. Ich gehe gerade mal gucken, ob wir da irgendwas von reparieren können. Wir haben ja hier unsere Werkbank für die Karosserie. Genau, wir können angeblich reparieren. Der Außenspiegel, der war in Ordnung. Wir kümmern uns gerade mal um die Tür vorne links.
und die Heckklappe. Dann haben wir auch einiges an Geld gespart, wenn wir das jetzt so reparieren können. Okay, der Außenspiegel, der war ja nicht das Problem. Das wäre natürlich geil, wenn wir so viele Teile jetzt reparieren konnten und dadurch wirklich eine Menge Geld gespart haben. Außenspiegel kann auch wieder dran. Türscheibe können wir nicht reparieren, aber ich glaube, die Türscheibe vorne links war in Ordnung. Heckklappe, gucken wir da mal. Ist auch wieder bei 100%. Die Scheibe können wir gerade reinmachen, die war auch in Ordnung. Scheiben konnte ich sonst nicht reparieren, ganz klar. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall shoppen gehen. Jetzt hat es gerade geklingelt, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder zurück. Okay, Scheiben. Wir wollten Scheiben kaufen. Einmal die. Und Windschutzscheibe. Genau. Oder hatte ich die jetzt schon drauf? Ich weiß es nicht mehr. So, wir gucken mal. Karosserieteile. Nein, nicht das Auto. Wir brauchen für das Auto. Aber die Karosseriescheibe rechts. Ups, wir haben die Windschutzscheibe, habe ich jetzt doch zweimal draufgesetzt. Okay, die nehmen wir aber nur einmal natürlich. Plus die brauchen wir einmal. So, setzen wir die Scheibe mal rein. Die hier hinten und einmal die hier vorne, genau. So, ansonsten, Nummernschild ist vorne dran geblieben. Die war anscheinend nicht an der Stoßstange befestigt. Und somit, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, sind wir durch mit. Ja, krass. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das reicht auf jeden Fall. Oh, Level up. Sehr schön. Habe ich wieder genug Punkte bekommen, um hier irgendwas weiterzumachen? 6 Punkte sind verfügbar. Nehmen wir natürlich das. Oder 5% Rabatt auf die von dir gekauften Teile. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr Gewinn am Ende. Finde ich gut. Nehmen wir. Genau. So. Da haben wir wieder einen Punkt übrig. Glaube ich. Müsste eigentlich. Genau. Okay. Okay, okay, okay. Ja, wir waren jetzt verdammt schnell mit dem Auftrag. So. Was war hier? Genau, die Lichter. Scheinwerfer fehlen noch. Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer links. Nummernschild fehlt noch. Lichter hinten fehlen noch. Rücklicht rechts, Rücklicht links. Okay, dann gehen wir doch gerade mal gucken. Da gab es auf jeden Fall Tuning-Teile. Karosserie-Tuning. Gehen wir gerade mal hier hin. Einkaufsliste öffnen. Ja, wir können die Sachen hier entfernen. So. Scheinwerfer rechts, das wäre die B-Variante, aber da gibt es ja auch noch eine C-Variante, habe ich gesehen. Was ist da der Unterschied, frage ich mich nur gerade. Achso, nee, doch da, ich habe gerade das und das verglichen. Nein, das und das. Also Rücklicht B sieht so aus, Rücklicht C, ich finde Rücklicht C sieht geiler aus, oder? Findet ihr nicht? Also ich schon. Variante C gefällt mir besser. Bei den Scheinwerfern... Weiß ich nicht. Mann, das sieht so Standard aus. Das sieht abgespaceder aus, aber ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber gut, ich würde sagen, wir kaufen die C-Teile. Wir kaufen auch hier die C-Teile. Sind ein bisschen teuer, sind also wahrscheinlich ein bisschen cooler. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, setzen wir doch die Teile mal rein. Mal gucken. Ja, also auf jeden Fall Rücklicht war die Entscheidung recht einfach. Finde ich auf jeden Fall cooler. Vorne müssen wir halt wirklich mal gucken. Ja, okay. Ja, doch. Ja, doch. Das sieht schon auf jeden Fall okay aus. Muss gerade mal schnell ein Foto machen. Ich find's einfach geil, wie die Karre jetzt aussieht und wie die vorher aussah. Und auch der Motorraum, wenn man da reinguckt. Alles mit Tuning-Teile voll geklatscht. Also wirklich sehr, sehr, sehr cool. So, was fehlt jetzt noch? Nummernschild. Vorderes Nummernschild, wir brauchen ein hinteres Nummernschild. Okay, gehen wir nochmal gerade in den Shop rein. Wir hatten da, glaube ich, extra für Nummernschilder. Genau, gibt es da auch Tuning-Nummernschilder, die irgendwie cooler aussehen oder so? Nee, gibt es nicht. Okay. Einkaufsliste öffnen. Ja, Arkansas, nee, weiß ich nicht. Ja, ich... Kann ich hier irgendeins draufklatschen? Haben die die gleichen Ausmaße oder so? Ich habe nur gesehen, hinten bei dem Auto kommt ein flacheres, dünneres quasi hin, aber ich... Nee, es ist beides das gleiche, aber...
Ja, wobei, es kann auch, ja, es täuscht, weil Stoßstange schräg ist. Deswegen sieht das dünn aus und vorne, das sieht einfach breit aus. Das ist einfach nur eine optische Täuschung, weil wie gesagt, hier die Stoßstange, die... Da konnte man sich nicht irgendwie ducken, ja, genau so. Man sieht, die Stoßstange ist halt hier, fällt ab und deswegen sieht das mit dem Nummernschild ein bisschen anders aus, obwohl das auch das gleiche Format ist. Genau, okay, da haben wir das abgeklärt. Dann wird es auch egal sein, was wir da dran machen, denke ich mal. Was haben wir denn da Schönes? Bulgarien, Dänemark, Frankreich. Germany. Normalerweise müsste man Germany nehmen. Sonst noch irgendwas Cooles. Playway, Publisher von dem Spiel. Die übrigens verdammt viele Spiele raushauen, wo auch recht viele ziemlich spaßig und gut sind. Nur mal so nebenbei bemerkt. Ich glaube, die haben Sitz in Polen, wenn ich mich nicht irre. Nur leider antworten die mir nie, wenn ich die anschreibe. So, was haben wir denn Schönes? Ich würde wirklich sagen, wir nehmen Germany. Klar, gibt vielleicht coolere Nummernschilder, aber... Was nehmen wir denn da? Normalerweise müssten wir... Ihr wisst schon. Ja, das dauert... Ups. Das dauert immer ein bisschen lange, bis man hier immer so durchgeklickert ist. So, da gehen wir natürlich die andere Richtung und... Passt das? Ah, das passt nicht. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es einfach... Dann machen wir es so. Moment. Dann machen wir es so. Dann hätte ich zwar noch einen Buchstaben frei, aber mit einem passt nicht. Ich denke mal, so ist okay. Wobei, eigentlich müsste ich alles eins verschieben, weil hier ist es auf der blauen Schrift mit drauf. Das sieht irgendwie doof aus. Ah, Mann. Warum? Aber wahrscheinlich ist es am Ende nicht auf der blauen Schrift, oder? Ich lasse es so. Ich lasse es so. Es ist wirklich ein bisschen neben der blauen Schrift, neben dem blauen Bereich, also alles klar. Ja, ich hätte es zwar doch vielleicht eins versetzen sollen, aber passt schon. Das ist Kleinigkeit, können wir irgendwann wieder machen. Ich meine, kostet zwar einiges an Geld, aber es gibt wichtigere Details, würde ich sagen. Ja, da ist unser Auto komplett. Und die Folgenlänge auch. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal in die Lackiererei. Und dann geht's auf die Rennstrecke, oder? Weil die Karre ist fertig. Wir haben alles dran. Karosserie ist komplett. Innenleben ist komplett. Es gibt nichts mehr zu tun. Wir sind fertig mit dem Ding. Geil oder geil? Ich glaube, es ist geil. So. Genau. Nächste Folge Lackiererei. Und dann Rennstrecke. Und dann weiter rumschrauben, oder? Genau. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ja, gerne auch auf den Discord-Server draufkommen. Und ja, gerne den Kanal auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.